Hallihallo und willkommen zurück bei Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Anduin und ich haben uns was Schönes ausgesucht. Ja, bei der Fahrt zum nächsten Einsatzort haben wir diese Patrouille da entdeckt. Na, das andere ist bitte ein Passant. Oder? Kannst du nur einen markieren? Ist hinterm Auto? Nein, ich kann nichts markieren. Na, den mit den blauen Hose, den darf man haben. Okay. Reichst du ihn? Ich habe das Nachtsichtgerät. Noch nicht, aber wenn er so schön weiterplaudert mit den Passanten, kann ich ihn erledigen. Ich will die Minigun am Auto. Und tschüss. Sehr schön. Die Minigun gehört mir. Der einzige Unterschied zwischen Sonderlager und Unidentifizierung. Oh, schönes Teil. Wie mache ich das? Ah, da ist eine Transportkiste. Ah ja. Nicht nach vorne runter. Nein, nein. Ich kann das Teil nicht benutzen. Was für Teil? Das, was da oben drauf ist. Naja, vielleicht muss man es erst lernen. Cool aus schon. Ja, das ist ja mal wichtig. Ich glaube, wenn du das Beifahrer reinsetzt und du hast dann mit dem mittleren Maustaste, glaube ich, vom Mausrad mit der Tastenfunktion kannst du, glaube ich, die Position wechseln. Schau mal, wenn ich da jetzt, ich bin jetzt Beifahrer und jetzt bin ich wieder Fahrer, oder? Wenn du jetzt wechselst, wo setzt du dann hin? Sitzen wechseln, ne? Einfach die mittlere Maustasten drücken. Nein, nein. Ah nein, da geht es nur hin und her. Tut nichts. Okay. Schade. So. Ja. So. Oh, da lenkt sie gut. Also. Aber ich kann mich wenigstens raushängen. Wir müssen dann nicht darauf eigentlich. Wir müssen dann nicht darauf laufen, weil ich glaube, da kommt oben schon wieder ein Posten. Das ist schon ein Stück. Ich laufe. Schaust du mal, ob du links rauf kannst. Links rauf könnte sein, dass ich da irgendwie. Yes, bin schon oben. Ich stelle das Auto da ab. Ich werde da jetzt hochmachen, so gut es geht. Mir den Kopf nehmen.
markieren. Ich glaube, das sind ein paar. Wo bist denn du? Ja, ziemlich nah. Und jene bin ich. Ah, okay. Nein, nein, da weiter hervorhin. Aber egal, passt. Passt. Ui, eine ganz schlechte Position. Na, warte mal, dann komme ich zurück mit dir runter. Nein, bleib noch. Bleib da oben. Du sollst doch nicht aufstehen, Kleine. Okay, beim Heli ist eben nur eine Person. Mhm. Das kennen wir alles da. Die habe ich bereits markiert. Ich sehe leider noch nicht weiter und noch nicht mehr. Ich glaube, es ist auch nur der eine. Mhm. Schätzt du den aus? Ja, kann ich machen. Okay. Da vorne. Okay, da ist überall Stacheldraht, Schmarrn. Schöpfchen-Symptom. Der war weiter vorne, der bei dem Ausguck da vorne. Okay. Aber er ist schon weg. So, ich glaube, das war's. Das waren nur die zwei. Das sind ein paar Kisten. Mhm. Oh ja, bitte, Munition. Hallo? Willst du dir nicht was nehmen? Was gibt's an Ausrüstung? Ja, das Übliche. Okay. So, ich will aber trotzdem da jetzt den Rest dann durchschauen. Mhm. Unten. Ich glaube nämlich, dass da unten noch irgendwo welche sein werden. Ja. Wir haben Gesellschaft. Was? Wir haben Gesellschaft? Hey, oh Mann. Ich glaube, ihr unter uns. Okay. Oh wow, was ist denn das da? Schaut das Gehör. Wie ein Palast. Okay. Ich komme rauf zu dir, denn da unten sind ein paar Typen drin. Ja, einen habe ich schon markiert. Okay. Irgendwo sind da, glaube ich, noch welche. Könnte da runter. Bleibst du da herum? Ja. Okay, dann gehe ich runter da. Ich schau auch noch, ob ich wen sehe. Ist das schnell. Das drei Typen sind drin. Unter dem Wachturm. Okay. Ich glaube, das sind die drei. Schon markiert, oder? Ah ja. Mhm. Super. Ich habe noch ein freies Schussfeld auf alle drei. Einen erwische ich. Mal. Wirklich das? Ja, ich sehe jetzt da. Wo bist du? Ah, da drüben. Sobald du wieder einen im Blickfeld hast, sagst Bescheid. Okay, ich habe einen im Blickfeld, der in der Mitte bei der Waffenkiste. Okay. Einer geht weg und einer ist ihr. Ich glaube, der da so ruhig steht, den siehst du nicht, oder? Der geht jetzt weg, den, was ich meine. Ah, okay, den hätte ich auch gehabt. Den sehe ich jetzt wieder nicht. Okay, ich sehe dafür den anderen. Der jetzt da draußen steht? Nein, der in der Mitte drin steht. Okay, dann nimm den. Sag an, wenn es geht. 3, 2, 1. So, einer ist noch da. Ja, der. Er kommt, er kommt.
Okay. Ah, ich hab kein Sichtfeld. Wechselt auf die MG. Oh, jetzt kommt er. Moment. Okay. Da ist noch wo wir. Jo, jo. Ah, fuck. Scheiße, ich seh nix. Ach. Da sind irgendwelche wieder nicht markiert. Mit Auto. Ich sehe aber niemanden. Ja, ist egal. Jetzt verteilen sie sich durchs ganze Lager. Ah, da kommst du nicht mehr runter zu mir. Hinter mir ist auch noch einer. Ja, jetzt. Ah, wir müssen einfach mehr scannen. Ja, weil man es nicht sieht. Jetzt da herunten hätte in die eine Seite vom Zelten und hat das an einer Woche gestanden. Oh shit. Achtung, hinter dir kommt der Auto. Hau ab, zieh dich zurück. Ja, was glaubst du, was ich gerade probiere? So, ich stehe bei dir auf. Position. Ach du Kacke. Jetzt bin ich. Okay, du bist weit genug weg von dem Tumult. Ich würde dir gerne aufhelfen. Mhm. Schmarrn mir da. Okay, jetzt kommen uns da alle zusammen. Du sitzt aber da oben ganz gut. Ui, ui, ui. Die versuchen mir einzukreisen. Okay, die kommen von unten rauf. Vom Norden. Ach Gott. Ich bin jetzt oberhalb von dir, nicht schrecken, gell? Ja. Er wechselt. Genau, jetzt wechselt er mal. Das kann aber jetzt nicht wahr sein, auf was habe ich jetzt geschossen. Ach du Kacke. Sie kommen alle zu dir. Ja, ich weiß. Die zwei jetzt. Ich kann das nicht zuordnen, die Minimap und das tatsächliche. Jedes Mal wieder. Ja. Wo kommen wir denn raus? Bei einer der Bases. Okay. Mal was trinken. Ja, Prost. Doch nicht. Mhm. Mitten im Gelände ist das. Oh! Wir sind aber nicht weit weg. Mhm. Umstellen uns die. Mhm. Okay, ich denke, ich muss mal da nach oben. Ich schaue auf den Feind wieder runter. Also. Nimmt er mal wieder die Waffen. Das heißt, das Fernglas. So. Sehr klar, Kompetenz aus. Mhm.
hier keine Kleingottesfeinde. Ah ja. 1, 2. Okay. Dann einmal, zweimal. So, ich komme zu dir. Ja. Einmal. Ah ja, sehr schön. Ich schaue, dass ich wieder einen rechten Winkel zu dir bekomme. Mhm. Also im Moment werden sie ja alle... Okay, na, da oben steht am Aussichtspunkt steht einer. Ja. Der gehört, glaube ich, als erstes weggefetzt. Okay. Warte, ich markiere dann noch welche. Mhm. Ah, okay, ich habe dann noch einen gesehen. Da war doch noch einer. Ah, nein, dieser Vogel. Ich schalte mal den beim Eingang aus. Ganz unten auf der Straße steht auch wieder ein Einzelner. Moment, ja. Dann schaut die den im Überwachungsturm aus, oder? Warte noch. Robin. Hm? Robin. Okay. Das war der unten auf der Straße. Ich habe außer auf den am Überwachungsturm keine Sicht. Ja, nimm den weg. Geht? Ja. Nimm den da beim Eingang. Oh, Kacke. Alarmiert, okay. Ja. Ich weiß nicht warum. Das war wieder zu weit, da hätte ich mich ja hochhalten müssen, glaube ich. Ja. Du triffst nicht. Ja, habe ich gesehen. Die halten sich alle versteckt, die Säcke. Wie wär's denn mit der PC? Ich gehe ein Stück weit rüber, vielleicht. Kannst du sie locken? Komm her. Jungs, seid mutig. Kommt aus euren Löchern. Irgendwas bewegt sich da hinten. Na, no, die sitzen jetzt wie wir, wie die Erdmännchen im Loch. Das gibt's ja nicht. Jetzt bin ich da ganz herüben. Schauen wir mal. No. Kein freies Schussfeld. Ja. Ich werde mal ein Stück vorrobben. Mhm. Beim Hubschrauber sind die keiner mehr, ne? Weiß ich nicht. Und? Okay, ich gebe mal Deckung da. So, hopp, 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 hopp dich hoch. Ah, einen sehe ich jetzt, einen Moment. Ah, die sehe ich ums Aufwecken nicht. Okay, die rennen alle jetzt in deine Richtung, denke ich. Ja. Ich habe auch keinen Schussfeld. Komm schon, komm schon. So, jetzt legen wir nochmal hin, vielleicht ist es dann stabiler. Ja, auf jeden Fall. Einen habe ich. Wie hast du das angestellt?
Ja, schon langsam kriege ich ein Gefühl ungefähr, wie viel das du höher halten musst und so beim Abstand. So, jetzt, also von mir haben sie es jetzt alle versteckt. Du müsstest jetzt wieder von deiner Seite. Alles versteckt. Da kann ich nur direkt angreifen. Nein, jetzt haben sie richtig verschanzt. Ja. Vielleicht, wenn du ein bisschen rüber noch gehst, dass wir noch mehr unseren Winkel aufmachen. Okay. Da kommt jetzt glaube ich einer noch vor. Einer spielt Erdmännchen und schaut mal aus dem Loch raus. Aber nee, ich treffe ihn nicht. Das ist zu wenig. Das ist immer so eine Waffe. Ja, ich sehe gar nichts. Aber ich rob da noch ein Stück nach rechts. Unten kann ich es probieren. Das ist eine Position, die ich zwar gar nicht mag. Einen Moment. Ich glaube, ich habe wieder einen zu wenig. Jetzt. Nein, immer nicht. Aha. Jetzt wechseln sie die Position. Müssen sie. Ja, einen getroffen. Meinen habe ich. Warte nach, du. Achtung, zu dir kommen welche. Ja. Noch einen. Shit, ich erwische ihn nicht. Ändere die Position. Ich liege, ich kann nicht. Ja, ich kann da keine Deckung geben, ich sehe es nicht. Es ist ein hinterm Felsen für mich. Ich warte auf dich, du Ratte. Kopf. Jawohl, sehr schön. Nächste kommt. Oh, wo? Gleich ist er vor dir. Jetzt. Ich sehe ihn nicht. Der umrundete, glaube ich, der kommt jetzt von deiner linken Seite. Okay. Den habe ich. Und einer ist jetzt noch vor dir. Ja, ja. Ich sehe ihn nur nicht. Ich bin mitten im Gestrüpp. Und gleich das Erwachen vermutlich. Munition hast du da drinnen? Ja. Nicht, dass du wechselt. Der muss hinter dem Fenster sein. Die Ratte. Hallo. Ansonsten sitzt im Lager ruhig. Ich hab daneben mir einen und ich sehe ihn nicht. Oh, der? Was macht der? Ich bin nur am Weg zu dir. Erledigt. Sehr schön. Gut, dann gehe ich gleich runter. Aber so blöd getarnt. Die Luschen. Du kannst jetzt von deiner Seite da Richtung Lager nach vor. Und ich gehe von meiner Seite rein. Hat's nicht geklappt. Das sind Mobi-Clubs. Cool. Ja. Ja, ich glaube, es ist. Wir haben sie ausgeräuchert. Huch. Gut, dann alles markieren, alles einsacken. Hoppala. Ja, ist das eines? Nein. Ah, da ist eines. Den Nachschub, den wir uns wohlwollend von den Rebellen verdienen.
ist da der Nachschub? Aha, das ist keiner. Ah, da drüben ist er. Im Zelt drin. Das war das Teil. Okay, das sind die Santa Blanca. So, wo ist die Munition? Da. Da hinten. Na ehrlich, hast du mal probiert? Was denn? Na, Kokain? Nein, nein. Ja, gut, mit was reisen wir weiter? Offiziell? Wo ist denn die Zieber? Da. was du willst. Also wir hätten Helikopter, Auto und nächste... Schauen, wo müssen wir überhaupt hin? Der nächste wäre das der Haus eines Sikarios. Jagd auf Rebellenagenten. Ich dachte, den hatten wir schon. Na egal, ich markiere es einmal. Okay, ja, wenn du magst, können wir dort damit fliegen. Hin. Fliegen, ein Helikopter. Ja. Ja, machen. Ich weiß zwar noch immer nicht genau, wie man steuert, aber. Irgendwann werden wir den Dreh raus haben. Jo. Schönes Teil, also noch ist schönes Teil. Ne, der bleibt doch so. Ich mach das, ich fliege. Okay, lass mich überreden. Ich glaube, die Rebellen kommen schon und übernehmen den Stützpunkt. Dann nähert sich jetzt der Rebellenauto. Ja, stimmt. Da geh ich auch nur mehr runter, bis die. Ja, sie kommen. Ja, cool. Die übernehmen, oder? Nein, fahren weiter. Oh, Schisse. Okay. Ich schau mir die Kinder. Das war nur eine Markierung, dass wir wissen, dass es das gibt. Ist noch irgendwo. Gut, dann könnten wir das da nehmen. Südöstlich davon. Wenn da das passt. Oder gleich das östlich, die kleine Ortschaft. Mit den Fertigkeitenpunkten. Ja, bitte, nehmen wir das gleich. Beziehungsweise da herüben wäre Waffenkiste, da kriegen wir eine neue Gun. Ja, dann das vorher. Vielleicht können wir die gleich... Im Südosten was? Ja, genau. Nein, okay. Entschärfen ist nicht drin. Warum? Weil es ein Witz ist. Der Erste fragt also den Zweiten, was machst du mit den letzten 5 Minuten deines Lebens? Der zweite Typ überlegt und sagt okay. Ich wenn ich sterben soll, dann glücklich. Also nagel ich das Erste, okay, was sich da bewegt. Nach kurzer Pause fragt der zweite Soldat den Ersten, was ist mit dir? Was würdest du in den letzten 5 Minuten deines Lebens machen? Der Erste sieht den Zweiten an und sagt, ich würde 5 Minuten lang sehr, sehr stillhalten. Ist nur die Frage, wo du hier den Helikopter abstürzt. Ach komm, das ist witzig. Und jede Menge... Da unten steht sogar einer. Unterhalb ist ein grüner direkt Platz. Direkt unter uns.
weißt doch schon, dass da Rebellen sind. Ah, nicht Rebellen, von Rebellen. Die warten hier auf uns. Hey, was ist? Super gelandet. Schweinchen, geht's weg. Dass das in die Propeller kommt. So. Okay, da liegen verkohlte Leichen. Also es war jetzt weit weniger Schaden, den ich verursacht habe, als wenn ich fahren würde. Mhm. Achtung! Da drin sind welche. Komm retour. Ich hab's parkiert. Ja, in dem, gegenüber von dir, in dem Turm. Gehen wir da rein. Ja, hallo, da ist ja voll was los. Da ist er. Ja, da ist er. Hoppala. Das ist ja voll abgefuckt. Alles voller Leichen. Voller Kuckelleichen. Das macht 5. 6. 7. Du sollst. Warum schaust du nicht? Shit! Oh oh! Was ist denn jetzt los? Ach du Kacke! Wo bist du? Ich bin noch bei deinem Haus. Okay. Ich versuche, dass ich da von da aus Rückendeckung gebe. So. Achtung, sie kommen rauf zu dir. Mhm. Vielleicht verschanze ich mich im Haus. Geh auf die Automatik. Nicht auf die Pistole, auf die Automatik. Oh Kack. Ei, ich hab wieder mal kein Schussfilter. Ei. Ja, die Felsen waren wieder im Weg da. Spät die Waffe gewechselt. Hast du auf welche geschossen? Oder warum waren die auf einmal so alarmiert? Keine Ahnung, ich glaube, die haben mich gesehen. Aber hey, Rebellen, bleibt stehen, Unterstützung! Warte, einen Moment, ich. Sie da jetzt kommen zu in deine Richtung. Achtung, Achtung. Ah, komm nicht weg von dem Nektar. Rebellen bleiben stehen. Und haben es erledigt. Den im Haus, den erwische ich nicht. Mhm. Das war's mit ihm. Den habe ich. Okay. Okay.
Schaden von der ist Wahnsinn. So. Ich wechsle auf Scharfschützengewehr. Versuch mal. Ah, fuck! Ach! Warum steht der wieder auf? Ich wechsle die Waffe und der steht auf. Hm. Hinter mir ist ja auch einer. Kommt denn der her? So, es sind die Rebellen jetzt. Na, die schießen auf mich. So. So, und ich glaube, die Zeit haben wir auch schon überschritten. Längstens. Ja, längstens überschritten. Ja gut, dann sehen wir sich in der nächsten Folge bei Tom Clancy. Ghost Recon Wildlands mit der Tiba und dem Anduin und der totalen dem totalen Chaos. Okay, ciao. Ciao.